Wie schützt du dich gegen negative Einflüsse? Ich habe tatsächlich dieses Video jetzt schon dreimal versucht zu drehen und es ist irgendwie unheimlich schwer. Jetzt habe ich mich mit meinem Auraspray eingesprüht, um ja mich zu reinigen, damit ich völlig frei bin von negativen Einflüssen und euch aus der Tiefe meines Herzens mit euch sprechen kann. Es ist verrückt. Ja, hast du dir schon überlegt, wie du dich gegen negative Einflüsse schützen kannst? Ich habe dies getan und ich werde dir in diesem Video darüber berichten. Also stelle sicher, dass du ungestört bist und wirklich auch bis zum Ende des Videos dabei sein kannst. Denn negative Beeinflussungen sind wirklich etwas Unschönes und können einem Menschen in einem Leben ganz schön viel zu schaffen machen. Aber es gibt natürlich wirklich ein paar Tricks, könnte man sagen, ein paar Verhaltensweisen, die man einfach wissen muss, um da wieder rauszukommen aus so einer negativen Beeinflussung. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass bei dir ständig jemand da ist, der dir sagen möchte, was du zu tun hast. Ja, solche Menschen gibt es, die ständig sagen, das ist nicht richtig, das ist falsch, tue dies oder das. Das ist auch so eine negative Beeinflussung, die wir gar nicht brauchen, die wir gar nicht wollen. Denn jeder Mensch ist ja selbst groß. Jeder Mensch ist selbst, sich selbst bewusst auf seiner Größe, seiner Stärke, seiner Persönlichkeit. Und wie man dem jetzt Grenzen setzen kann, werde ich dir gleich erzählen. Manchmal hat man so das Gefühl, dass man gar nichts dagegen tun kann. Oder manchmal, es gibt auch Menschen, die haben so das Gefühl, dass in ihrer Umgebung alles nur böse Menschen sind, die ihnen was Böses tun wollen. Und aus so einer Situation wieder herauszukommen, ist unheimlich schwer. Dafür gibt es natürlich auch therapeutische Hilfe, das ist ganz klar. Aber heute möchte ich so, was wir alles zusammen besprechen, einfach mal für jeder Mann, für jede Frau, für uns alle erzählen, wie ich in meinem Leben mich schütze. Und es ist möglich, also man muss sich nicht beeinflussen lassen. Gerade jetzt in der aktuellen C-Zeit ist es natürlich noch viel intensiver geworden, diese negative Beeinflussung. Das wissen wir alle. Das geschieht durch diese Nachrichten, die täglichen Nachrichten, die Tageszeitung. Es geschieht durch die Medien und man sollte tatsächlich auch gut auswählen, wo man hinschaut, wo man zuhört, wo man liest. Das ist so die erste Verhaltensregel, die man für sich festlegen sollte. Wo hole ich meine Informationen her oder brauche ich überhaupt diese Informationen? Und vielleicht braucht man sie ja auch gar nicht. Denn ich habe für mich festgestellt, je weniger ich weiß von diesen negativen Dingen, umso besser geht es mir. Und das wäre schon so der erste Punkt, den man einfach beachten könnte, sich gar nicht um diese negativen Dinge zu kümmern. Aber es gibt ja jetzt auch Situationen, wo du vielleicht unsicher bist und wo du denkst, da muss ich mich jetzt sehr gut dagegen schützen. Und da sollte man überlegen, was ist das für eine Situation, wo ich mich gerne dagegen schützen möchte. Ist es vielleicht eine Bedrohung? Ist es eine gesellschaftliche Entwicklung? Das passt auch wieder zu dieser Zeit. Da sollte man gucken, was ist es? Warum möchte ich mich schützen? Und dann im zweiten Schritt sollte man überlegen, wo trage ich in mir dieses Problem noch in mir, was ich noch gar nicht gelöst habe. Welche Angst trage ich in mir, dass ich mich schützen müsste? Und das ist dieses Erkennen, wovor ich mich schützen möchte, bringt einem vielleicht dazu, in sich selbst mal nachzudenken, wo sind bei mir die Dinge, die noch nicht gelöst sind, die genauso ausschauen. Zum Beispiel im Moment aktuell Angst vor dem Sterben. Angst vor dem Sterben ist ja das, was uns in der C-Zeit total zu kontrollieren versucht. Und wer diese Angst vor dem Sterben in sich trägt, ist total empfänglich dafür. Und da sollte man sich überlegen, warum habe ich noch diese Angst vor dem Sterben? Obwohl ich doch weiß, dass die Seele unsterblich ist, dass es ein normaler
ja, Lebenszyklus ist und dass meine Seele ja dann auch wiederkommt und ein neues Leben beginnt. Das ist etwas sehr Spirituelles. Manche Menschen sind halt nicht spirituell und die haben dann damit ein Problem. Also der erste Punkt wäre tatsächlich in sich zu überprüfen, wo habe ich eine persönliche Angst vor dem, vor was ich mich schützen möchte und wo trage ich das in mir, was ich noch nicht gelöst habe. Der zweite Punkt wäre, dass du, wenn du so eine Beeinflussung spürst, dass du nicht in den Kampf gehst, dass du nicht in den Widerstand gehst, sondern dass du es einfach versuchst, neutral zu beachten, also in die Neutralität zu gehen. Denn sobald du neutral bist, nimmt diese negative Beeinflussung einfach an Kraft, die verliert an Kraft, die wird plötzlich uninteressant, weil sie niemand mehr beachtet. Das ist also dieses Gesetz der Resonanz mit, sobald ich Widerstand leiste, entsteht ein Kampf und dann gebe ich meine ganze Energie diesem negativen Einfluss, den ich ja gar nicht will, und baue ihn dadurch auf und mache ihn stark. Sobald ich in die Neutralität gehe, nimmt die ab. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, den ich euch jetzt sage, den solltet ihr euch aufschreiben. Den empfehle ich auch immer meinen Klienten, wenn da so eine große Angst, erzeugt wurde. Ich sage dann immer, wenn sowas auftaucht, dann sagst du, liebe Angst, ich weiß, dass du da bist. Ich weiß auch, dass du zu mir gehörst. Aber ich gehe jetzt den Weg der Freiheit und des Vertrauens. Das ist alles. Mehr brauchst du nicht zu sagen. Das sagst du halt dann immer wieder, wenn diese Angst kommt. Und du wirst sehen, dadurch, dass du nicht in den Kampf gehst, verliert diese Angst einfach an Kraft. Oder dein Thema, was gerade ist, es verliert an Kraft. Und dann hast du schon einen ganz großen Schritt zu deiner inneren Freiheit getan. Denn sobald der Widerstand aufhört, kommst du in die Neutralität. Und das ist mit dieser eigenen Kraft. Dadurch entwickelt sich deine eigene Kraft. Du nimmst deine eigene Kraft viel mehr wert. Mehr. Viel mehr wahr. Oh Gott, ein Sprachfehler. Also du nimmst deine eigene Kraft viel mehr wahr, sobald du in die Neutralität gehst. Und das ist ganz wichtig, denn die eigene Kraft zuzulassen, zu erkennen, dass du selbst kraftvoll und mächtig bist, lässt die Frage nach Schutz so klein werden. Also das wird dann alles uninteressant. Und das ist ganz wichtig. Und dann das nächste wäre, dass du dich genau auf das konzentrierst, was für dich wichtig ist. Also genau die Dinge, den Dingen Kraft gibst, mit deinem Denken, die du gerne machen möchtest, die für dich wichtig sind in deinem Leben. Also, dass du dich auf das Positive einfach konzentrierst und bewusst im Hier und Jetzt lebst. Also nicht jetzt immer wieder abschweifst an das, was war, wo vielleicht mal was Negatives passiert ist, sondern das ist vorbei. Ja, einfach loslassen und bewusst im Hier und Jetzt leben, um zu entdecken, dass das Positive in dir ist. Und dann dein Bewusstsein anzuheben. Das ist ganz wichtig, dass man sein Bewusstsein anhebt und dadurch entdeckt, welch große Kraft es noch im Universum gibt. Denn es ist das Göttliche, die göttliche Kraft. Und die ist stärker als jede einzelne kleine Angst. Die ist stärker als jede große negative Beeinflussung. Völlig egal, was es ist. Sobald wir beginnen, uns darauf zu konzentrieren, dass es etwas viel Schöneres gibt, etwas Wundervolles, die vollkommene Liebe der Schöpfung, dann öffnet sich ein Feld in uns, ein ganz freies Feld der Liebe, in welchem wir von ganz allein geschützt sind, weil wir uns stark fühlen, weil diese Stärke nach außen strahlt und dadurch wir im hellen Licht erstrahlen und alles andere ist ja nicht mehr wichtig, weil wir die Aufmerksamkeit nicht drauf lenken. Das fließt an uns vorbei. Das ist einfach unwichtig. Und das ist der allergrößte Schutz, den du dir vornehmen kannst. Die Zuwendung zu deinem Göttlichen, zu deinem göttlichen Feuer, zu deinem Schöpfer und zu erkennen, dass dein Bewusstsein
dir bewusst zu sein, welche Kraft in dir steckt, dass das allein schon ein riesengroßer Schutz ist in dieser Welt und dass du dadurch auch noch eine ganz hohe Lichtarbeit absolvierst. Denn wenn du dich auf deine Kraft, auf dein Licht konzentrierst, dann verstärkst du Kraft und Licht und Liebe. Und genau das ist es, was unsere Erde braucht. Also, du musst einfach wissen, dass du selbst ein großes lichtes Wesen bist und dass du rauskommst, indem du dein Bewusstsein erhöhst. Jetzt kannst du das Bewusstsein erhöhen in Meditationen natürlich. Wir werden nachher auch eine sehr schöne Meditation machen, einfach in der Hinwendung zu Gott und in der Selbstfindung deiner eigenen Seele. Das wird so viel Licht auf die Erde bringen, dass die negativen Beeinflussungen der aktuellen Zeit unwichtig werden und dass dadurch viel mehr Menschen erwachen können. Denn es wird so viel Unwahres erzählt, alles nur um uns zu beeinflussen. Und dafür gibt es dieses Video, dass du Hilfe bekommst und in dir selbst entdeckst, wie stark du bist. Du lernst, was dir gut tut. Du lernst, du richtest deinen Fokus nur noch auf die Dinge, die für dein Leben wichtig sind. Lebe dein Leben in der Positivität und konzentriere dich immer auf das Positive. Denn wisse, alles, an was du denkst, dem gibst du Kraft, dem gibst du deine Kraft. Und wer will schon einer negativen Beeinflussung Kraft geben? Das wollen wir alle nicht. Der Fokus sollte immer positiv ausgerichtet sein. Wenn es jetzt unter euch Menschen gibt, die sagen, ich schaffe das alles nicht alleine, ich bin so tief in dieser negativen Beeinflussungsspirale verbunden, dann, ihr Lieben, nehmt einfach ja professionelle Hilfe entgegen, damit ihr wieder in die Grundposition des Positiven kommt und dann danach selbstständig euer Leben wieder im Griff habt. Aber es ist einfach nötig, erstmal in diese Ausrichtung zu kommen. Und dafür gibt es Hilfe. Man kann ruhig Hilfe annehmen. Und dann habe ich ganz, ganz viele schöne, kräftige Lichtarbeiter um mich herum. Wenn ihr all diese Punkte befolgt, dann wird uns niemand mehr Angst machen können. Dann wird uns niemand mehr beeinflussen können in unserer Freiheit. Und uns vorschreiben können, was wir zu tun haben. Denn wir haben das höhere Bewusstsein und das ist ganz, ganz wichtig. Also seid aktiv und lebendig, macht das, was euch Spaß macht und kümmert euch nicht um alles andere, was euch beeinflussen möchte. Ja, ich freue mich, dass ihr hier wart und ich werde auch auf Telegram natürlich unzensiert noch was darüber sagen, das ist ganz wichtig auch, dass ihr das noch anhört, wenn ihr möchtet, natürlich nur. So, und jetzt machen wir zusammen eine ganz wundervolle geführte Meditation mit Gottes Liebe, mit Gottes Hilfe. Und ich lade jeden Einzelnen dazu ein, daran teilzunehmen. Ich sprühe mich jetzt ein, natürlich mit Smarana. Der Link zu den Aura-Sprays ist unter dem Video, falls jemand eins möchte. Für mich ist es einfach, ja, es ist so schön, wenn ich mich einsprühen kann. Ja, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude und ganz viel Kraft. Geliebtes Menschenkind, geliebter Mensch, geliebter Lichtarbeiter, voller Freude begrüße ich dich aus der Tiefe meines Herzens, von der Stelle aus, wo Liebe
und Licht zusammen sind. Von der Stelle aus, wo meine Seele wohnt. Und so sind die Worte, welche ich heute zu dir spreche, Worte meiner Seele. Fühle dich ganz herzlich willkommen. Fühle dich so angenommen, wie du bist. Denn ein jeder trägt das Schöpferlicht in seinem Herzen. Und es ist das Schöpferlicht, welches uns mit der göttlichen Energie der Liebe verbindet, welches in uns leuchtet. So ist die Zeit im Moment sehr schwierig. Die aktuelle Zeit, sie ist für einige Menschen schwierig und für einige Menschen leichter. So werden wir jetzt zusammen alles dafür tun, dass es jedem Menschen leichter gehen wird. Und so rufe ich Erzengel Michael und Saint-Germain. Ich rufe euch beide und bitte um die Reinigung unserer Aura, um die Reinigung unserer Energiekörper, sodass ich alles Negative jetzt verabschieden kann. Dies geschieht mit den Tönen der Wirklichkeit und es geschieht voller Liebe und Achtsamkeit, genau für dich, denn du bist heute hierher gekommen. Und vielleicht spürst du schon, wie es leichter wird, wie deine Energie sich ausdehnt und dein helles, göttliches Feuer zu scheinen beginnt, in dem weiß-goldenen Licht der vollkommenen Liebe. Und vielleicht kannst du das goldene Band der Liebe fühlen, wie es aus deinem Herzen hinausströmt, wie es deine Seele führt hinauf in das Universum, in dein Herkunftsfeld, in die Felder von Smarana, in die Felder der göttlichen Liebe, welche immer für dich da ist. Fühle nun deine Kraft und deine Stärke und fühle auch Gottes Nähe, denn das ist es, was dich schützt, was dein Bewusstsein anhebt, ausdehnt und dich erkennen lässt, welch große Kraft du in dir trägst. Das himmlische Orchester hat sich versammelt und sie spielen die Töne des Erwachens. Sie spielen die Töne des Erkennens, die Töne der unendlichen, vollkommenen Liebe, welche dich nun trägt. Es wird dir ganz leicht und du fühlst dich wie von einer Wolke getragen. Es ist so, als schwebst du schwerelos
im Universum, in den Smaranafeldern der Liebe. Und so lass es ruhig geschehen. Gib dir die Erlaubnis, dich jetzt tragen zu lassen von dieser Energie, von Gottes Liebe tragen zu lassen. Alles, was an Heilung bedarf, wird nun in dir geheilt. Überall dort, wo du dich schwach fühlst, fließt Kraft in dich hinein. Dein Bewusstsein dehnt sich aus und der Segen Gottes wird dir jetzt überbracht. Der Segen Gottes fließt in deine Seele hinein. Dies ist ein sehr hoher, feierlicher Moment. Genieße diese Augenblicke und spüre deine Zugehörigkeit zu allem, was ist. Und spüre deine Seele, deine Liebe, deine Ausdehnung. Spüre, wie das Licht dich weiterhin trägt. Und nun steht ein Engel vor dir. Dieser Engel überreicht dir eine Fackel. Eine Fackel des Lichtes, welche dich fortan stärken soll und stärken wird, welche dich daran erinnern wird, dass Gottes Liebe dein größter Schutz ist. Und dass du selbst ein Teil von dieser Liebe bist. So bedanke dich bei diesem Engel und nimm dieses Licht mit nach Hause. Nach Hause in deine Räume, wo du nun langsam wieder ankommst. Und dort spürst, wie es ganz hell wird, wenn du mit diesem Licht jetzt ankommst. Und so trage dieses Licht in deinem Herzen. Es ist deine Verbindung zu allem, was ist. Und dann komme ganz langsam wieder zurück in deine Räume. Bewege Hände und Füße, öffne deine Augen und sei ganz wieder da. Smarana an euch alle und möge dieser Schutz, dieses Bewusstsein, dieses Licht immer bei euch sein. Ihr bekommt noch ein Küsschen und eine Umarmung. Bis bald, zum nächsten Mal. Somebody.